1. Mai, der Gewerkschaftskampftag, ist auch ein europäischer Tag. Denn wenn Wirtschaft an Grenzen nicht Halt macht, dann machen auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte an Grenzen nicht Halt. Und dafür kämpfen wir. Wir sind in Europa nicht nur ein großer Markt, bei dem man sich bedienen kann, sondern wir sind ein Markt mit Verantwortung. Und die Verantwortung heißt Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerinnenrechte. Die Verantwortung heißt ein anständiger Lohn. Die Verantwortung heißt Steuern dort zahlen, wo Steuern anfallen. Kurz gesagt, der 1. Mai ist ein europäischer Feiertag, ein europäischer Kampftag für das gute Miteinander, für den Ausgleich zwischen Markt und Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte. Dafür kämpfe ich, dafür kämpfen Sie, dafür kämpfen wir alle. Denn Europa kann nur gelingen, wenn es neben diesem Wachstum und Beschäftigung, das die Schwarzen und Gelben wollen, auch das gibt, für das wir Rote kämpfen. Nämlich, wenn es auch die soziale Säule gibt, die soziale Säule der Verantwortung und die Säule des Miteinanders. Maria Neuchel, Europaabgeordnete der SPD aus Rosenheim.